Ist es erlaubt, auf Gebetsteppichen mit aufgestickten Namen oder auf Abbildungen von Makka zu beten? Passt auf, diese Gebetsteppiche, wo die Kaaba drauf ist, sollte man nicht benutzen für das Gebet. Die Gelehrten sagen aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wenn man die Kaaba unter den Füßen hat, das ist Erniedrigung und das sollte man nicht machen. Der zweite Grund ist, wenn du auch nicht auf die Kaaba trittst, weil sie zum Beispiel vorne ist, auf den Gebetsteppich, was macht das beim Gebet? Es lenkt dich ab. Und deswegen, liebe Geschwister, versucht mal einen Teppich zu finden, der zum Beispiel einfarbig ist, so dass man nicht abgelenkt ist. Wallahu ta'ala.